Danke. I got Mr. Weston. Let's take him out of the city, make him disappear. Meet me on the cliffs off the GOH, Chilliad Mountain State Wilderness. Ah, finde ich die Villa da. Ah, jetzt verstehe ich. Outside your house. That's not cool. Das sind die ganzen Auftraggeber, die wir so im Laufe der Story hatten, wie Stretch, Devin, alle getötet. Stretch hat uns auch ganz schön verarscht. You're a resourceful guy getting past those trained killers. I need someone like you in my organization. The CEO position's gonna be vacant real soon, Slick. I've got nothing against you, apart from the obvious hygiene issue. Michael caused me problems, so Michael had to go. You're looking at it rationally. There are people who are useful to you and people who ain't. And the people who ain't gotta go. Me? I'm not rational. I don't care if you're useful or not. I feel like taking you out, Devo. That's what I'm doing. This is a serious offer. Work for me, you'll have everything you'll ever wanted. All I've ever wanted is to watch you drift in and out of consciousness as you're slowly disemboweled. Yes, yes, that's the kind of creativity I need on my team. Come on, let me out of here. Look, I got my own company. Trevor Phillips Industries. Oh yeah, a fellow entrepreneur. Let me buy a stake and give you money to grow. I don't know if you heard, but I'm kind of gold rich right now, so you got precisely nothing to offer. Das ist der, wo wir den hinbringen. Ja, wir bringen den ganz da hoch. For the end, my friend. Screw you! I told them I wouldn't kill you. I didn't say anything about cutting your tongue out. Müssen wir lang anhalten? Nee. Ich halt durch. Ich hab mich kurz verfahren. Aber 900 Meter sind wir ja da. Dann laden wir noch alles schön hoch heute Abend. Also, this is why people wanna kill you. You won't shut up. Hab ich knapp irgendwie 10 Parts aufgenommen für euch. Alle am einen Tag. So, ein paar verteilt halt. Wir haben jetzt 1 Uhr nachts. Here we are, Slick, with a few minutes for some one-on-one time. Was ist jetzt mit GTA 5 oder?
passiert jetzt? Hey, we good, T? Never better, amigo. Franklin? I'll be here. Franklin. Hey, what's up? I assume you got him? Ooh, safe and sound. Ain't that right, buddy? Hey, my bad, homie. I picked C. Ain't that a bitch? You know, Devin, the way I see it, and hey, I'm no intelligent businessman like you, but the way I see it, there's two great evils that bedevil American capitalism, the type that you practice. Number one is outsourcing. You paid a private company to do your dirty work for you, and then you underpaid that company because you thought you were big enough and bad enough that you didn't have to play by the rules. Oh, number two. Offshoring your profits. Offshoring? Oh, it's horrible. You wouldn't want to be sent offshore just to save a little money, would you, T? No, Franklin? I wouldn't. Oh, no, I ain't going nowhere. No, see, but we know your opinions on the matter, Devin. Keep your problems the fuck out of America, huh? In this instance, when he puts it like that, it makes sense. Of course it does. Hey, Devin. Goodbye, my old friend. Thanks for all the advice. Bye-bye. So now what? Now we keep a low profile and get on with our lives. As friends. Well, do I have a choice? No, not really. All right, then. As flawed, awful, totally uncomfortable, and poorly matched friends. Absolutely. Oh, that's perfect. Then we can get back to the kind of capitalism we practice. Shit, I don't know how much more better that is than Devin's kind. Ooh, hypocrisy, Franklin. Civilization's greatest virtue. Jesus, your therapist has a lot to answer for. I know, I still hate myself. But hey, at least I know the words for it now. Yeah, but I hate you, and I know the words for it. So does that mean I don't have to go to therapy? Look, man, you two motherfuckers terrify me of that middle age. I'm good. You're right to be afraid, Franklin. Yeah. Be very afraid, Franklin. Tell you one thing, T. I'm getting too old for this nonsense. Oh. Nee, ich schrieg's jetzt weg. Ich hab jetzt halt die Musik aus. Scheiße. Das ärgert mich jetzt. Aber ich hoffe, jemand bleibt mir nicht böse wegen Copyright und so. Kann ich jetzt noch ein bisschen erzählen. Es war ein geiles Let's Play, Freunde. Richtig geil. Und als nächstes kommt Red Dead Redemption 2. Auch hier auf diesem Kanal. Was gibt's zu sagen? Ich fand's geil. Es war jetzt an sich ein geiles Let's Play, Freunde. Mich ärgert es jetzt halt, dass ich vergessen habe, den Ton anzumachen. Aber ihr seid mir hoffentlich nicht böse. Die Credits laufen jetzt. Wir haben es durchgespielt. Ich habe es blind gespielt. Ich habe nur die ersten drei Missionen gekannt. Mehr nicht. Es ist jetzt fertig. Jetzt sieht man noch ein bisschen was von Lost Santos. Ich freue mich schon auf GTA 6. Ich bin mal gespannt, wo das spielen soll. Viele sagen, es ist Vice City. Ich sag, eigentlich müsste es Vice City sein. Weil GTA 4 hat in Liberty City gespielt, wie GTA 3. GTA San Andreas war damals das erste GTA, was in Los Santos gespielt hat. Und GTA 5 jetzt auch. Und also wird GTA 6
mein Tipp ist auch Vice City sein, aber wir werden noch wissen, es sind noch keine offiziellen. Vielleicht bis dahin ist dann schon mal ein Trailer draußen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Wir waren nicht einmal golfen, wir waren einmal Dart spielen. Ja, was gibt's zu sagen, Freunde? Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Let's Play. Ich will erstmal gucken, ob ich mit Franklin das Haus von Devin kaufen kann. Sehr cool. Und gucken, ob es auch hier im Abspann haben wir jetzt kein Easter Egg eingebaut, wie so ein GTA 4. Also ich habe nur den Abspann gesehen, wo dann das Flugzeug abgeht und ein großes V ist auf dem Boden. Und ja, das hieß GTA 5, glaube ich. GTA 6, wie gesagt, wird auch hier auf 5. Ich denke mal, das kommt zusammen mit der PS5 raus, GTA 6. Ja. Ihr könnt jetzt nochmal ein Abo dalassen, ein Like dalassen, Daumen hoch. Und ja, hier laufen die Credits. Nach GTA San Andreas, GTA 5, jetzt habt ihr auch beide die Vergleiche, wie das war. Was sich verändert hat, was gleich geblieben ist. Ich meine, es hat sich vieles geändert. Es sieht auch viel geiler aus. Es sieht wirklich geiler aus. Aber verabschiedet euch nicht zu früh von GTA 5. Es gibt ja noch den Online einmal die Woche, den Livestream. Nebenbei kommt dann Red Dead Redemption. Nach Red Dead Redemption geht die Resident Evil Reihe los. Bis dahin werde ich auch dann Resident Evil 3 haben, was am 3.4.2020 rauskommt. Also wenn der Part hochgeladen ist, dann ist Part 5, morgen Part 13, da ist der Part 14, morgen Part 13, heute Part 12, morgen, also Donnerstag dann Part 13, wenn Part 14 hochgeladen ist, an dem Tag kommt Resident Evil 3, nimm jetzt das für die PS4 raus. Ich freue mich schon drauf, Freunde. Ja, hier sieht man nochmal, wo wir die Containermission gemacht haben. Das habe ich nicht vergessen. Oh, die Quelle könnte ja doch mal fertig sein. Ja, was gibt's zu erzählen noch? Ihr könnt gerne mal mir auf Twitch folgen, BennyPlayer18. Ihr könnt mir auf Instagram folgen. Ihr könnt mir auf meiner Facebook-Seite folgen. Ich habe eine eigene Facebook-Seite, so wie der Kanal auch heißt. Da könnt ihr mir folgen. Und ja. Twitter habe ich nicht. Schande über mich. Ich hoffe, ihr habt echt Spaß gehabt. Oh, GTA 5, ey. Ich hab's noch nie richtig gespielt, wirklich. Ich habe nur 3 Missionen gespielt, mehr habe ich davon noch nie gespielt. Ich habe jetzt zum ersten Mal gesuchtet und es hat Spaß gemacht. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Also ich hätte nie gedacht, dass es so viel Spaß machen kann, GTA 5. GTA 4 habe ich auch noch nie durchgespielt. Ich habe hier liegen seit 2011, 12. Ich habe es nicht einmal gespielt. So, selbst die Liberty City, Form to Liberty City, The Ballads of Gay Tony habe ich nie gespielt. Jetzt andere, keine Ahnung. Wie gesagt, Liberty City, das habe ich nie gespielt. Die Verweiterung von GTA 4 habe ich nie gespielt. Ich habe das hier im Schrank stehen. Ich habe es nie gespielt. Ja. Ja, der Online-Modus, jetzt muss man mal sehen, der wird jetzt, sobald dieser Part öffentlich ist, wird es auch einen Online-Modus geben. Warum muss ich eigentlich auf die Kopfhörer auf? Das ist keine Idee. Wird es einen Online-Modus geben? Im Livestream? Wenn ich streamen kann, das wird nicht so oft sein, wegen meinem bescheuerten Internet, aber ich versuch's. Und ja, ich fand's jetzt schon cool. Auch jetzt, das ist jetzt auch heute beigegangen ist. Zu dem Zeit habt ihr auch viele
Zum Beispiel, ihr könnt es jetzt gucken, die Videos, die ich jeden Tag hochlade, wegen der Krise, die wir zurzeit haben. Ich weiß nicht, ob sie noch zu dem. Ich denke mal, die wird immer noch zu dem Zeitpunkt laufen, wo auch der letzte Part hochlädt. Bis das noch nicht vorbei ist. Ihr wisst alle, das Cordula-Virus hat uns vollkommen im Griff. Auch ich bin teilweise davon betroffen. Ich hab Montag, Dienstag frei, weil wir weniger Aufträge haben, wo ich arbeite. Deswegen kann ich dann die Zeit dann nutzen zum Streamen, solange es noch so ist. Wenn ich dann wieder Vollzeit arbeiten gehe, dann wird nur noch ein Stream die Woche kommen und das wird dann samstags wahrscheinlich der Fall sein. Und ja. Vor einer Stunde habe ich Part 12 veröffentlicht, Freunde. Part 11 hat noch gar keine Aufrufe. Was ist denn hier los? Ich sehe das, Freunde. Ich bin nämlich gerade noch nebenbei am Handy, wo ich jetzt hier laber. Meine Freundin ist am Pennen, das ist gut. Also, ich habe eine Managerin. Meine Freundin ist auch gleichzeitig meine Managerin. Oh, bitte sei vorbei jetzt. Ich mache vielleicht jetzt nochmal eine Bonusfolge. Ich habe 5:15. Wir haben heute Montag, morgen ist Dienstag. Also wir haben jetzt Montag auf Dienstagnacht. Ich hab noch mal kurz Musik gehabt, nur weil ich gerade am Handy gespielt habe. Jasmin ist halt so mein Typ. Edge! Das ist aber nicht der Wrestler Edge, oder? Alter, wie viele Leute da mitgewirkt haben bei dem Spiel. Es ist auch, glaube ich, das größte GTA, was je aufgekommen ist. Ich will es jetzt nicht meinen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Da kommen Voxer Games. Das müsste es gleich fertig sein, Freunde. Ich hätte nie gedacht, dass es jetzt so schnell endet. Ich habe alles gesagt vor 5 Parts, ja, das ist die letzte Folge, ist die letzte Folge. Jetzt ist es die letzte Folge. Ach. Ja, sorry. Mein Controller hat sich getrennt. Wonder what? Na gut. So, jetzt ist es fertig. Oder? Oh, Leute. Könnt ihr mal wieder guckt euch die Credits an. Ich bin jetzt raus. Ich mache nach den Credits wieder mein Mikro an. Ne, ich lasse es jetzt einfach an. Wird ja jetzt gleich fertig sein.
Jetzt ist es fertig. Jetzt kommen die ganzen Boxer Studios. Oh Gott. Ups. Ich hab mich voll ins Mikrofon reingepupst. So, jetzt laber ich halt weiter. Ist es. Och, ist immer ein fertig, ey. Leck! Ey, wie viele Leute da jetzt echt mitgewirkt haben bei dem Spiel. Ist schon mega. Ah, jetzt könnte auch mal fertig sein mit den Credits. Nein, ich verspringe das natürlich. Habe ich bei keinem GTA übersprungen. Also werde ich sie jetzt auch nicht überspringen. Wie gesagt, ich bedanke mich wirklich bei jedem Einzelnen, die mich hier unterstützen auf YouTube. Ich verdiene hier mit keinem Geld. Ich sage es jetzt nochmal, ich will das jetzt nicht machen, um Geld zu verdienen. Ich mache das so, um euch, für Freunde, für mich und euch mal zu unterhalten, um euch Tipps zu geben, wie man ein Spiel durchspielt, so wie ich das zum Beispiel gemacht habe bei der einen Mission, wo ich einfach ins Internet gegangen bin, mir die Autos rausgesucht habe, anstatt die irgendwo zu suchen. Ist so ein kleiner Tipp, den man machen kann. Ich weiß nicht, ob das so gesehen werden will. Ist mir auch egal. Ja. IT-System. Ach. Hoxalit. Oh, jetzt sieht man noch was. Ist der Strand? Keine Ahnung, was das ist. Der Flughafen, glaube ich. Ja, Flughafen. Gucken, ob sie uns zeigen, wo es hingeht. Vielleicht brauchen sie ja nicht sagen. Was die nächste Stadt sein wird in GTA 6. Wir wissen jetzt alle, was kommt nach dem Projekt. Ich lade jetzt auf jeden Fall alles hoch. Weil ich jetzt an Material habe. Ich hoffe, man hört es jetzt nicht. Ich hab den Intro. Ja, Leute. Thank you.
sieht man aber, wo wir bei Missionen hatten. Ah, das ist unbedingt so, das ist es nicht. Ja. Das ist ein Projekt, Freunde. Ich weiß nicht mehr, was das sein wird. Der Mountain Chilia Tunnel. Der Mountain Chilia Tunnel. Ich mache jetzt hier mal einen Schnitt. Ich lasse es jetzt weiterlaufen. Ich mache hier nur einen Schnitt und das wird der Part zu lang.